Hi, grüß dich, servus, Klein Thomas hier zurück für dich. Heute geht es um das Thema Produktvalidierung. Ja, was ich immer wieder feststelle, ist, dass viele, die mich auch über insbesondere YouTube, aber auch Google oder anderen Social Media Kanälen bzw. das Internet finden und mich um Rat fragen, sich bei mir eine Strategie-Session buchen. By the way, hier unten der Link. Gerne auch auf meiner Webseite kurz vorbeischauen, dich weiter informieren, Referenzen einsammeln und so weiter. Und dann gerne auch für eine halbstündige Gratis-Session bei mir entscheiden. Leute, die am Anfang sind, das sind die allermeisten. Das heißt, sie sind entweder sogar noch angestellt, haben vielleicht schon nebenbei ein Business eröffnet, vielleicht sogar schon eine GmbH, oder sie sind schon seit Ewigkeiten Freelancer, wollen aber aus diesem Freelancer-Trott raus quasi Selbstständige, die nur Rechnungen stellen. Ja, dieses, ich sage immer, es gibt zwei verschiedene Arten von Freelancer. Die eine Art von Freelancer, das sind letztendlich die Arbeiten mit Vermittler und dergleichen oder als Sub-Vermittler oder irgendwas, ja, und kriegen dann so ein Krümelchen ab, 60 oder 80 Euro die Stunde und können davon ganz gut leben, ja, in der Regel, ich glaube, 85 Euro ist so der Durchschnitt, können davon ganz gut leben, aber es sind letztendlich nur Angestellte, Selbstständige, die Rechnungen stellen und ihre eigene Sozialversicherung und so weiter sich drum kümmern müssen und nichts bekommen in der Regel, wenn sie krank sind. Also letztendlich nichts Halbes, nichts Ganzes, und die wollen auch raus. Oder ja, vielleicht sogar schon ja, mehr Unternehmer, so die schon, sagen wir, schon eine GmbH haben, vielleicht sogar schon 2-3 Mitarbeiter, aber letztendlich seit 2-3 Jahren von einem demselben Kunden leben. Ja, das ist so die 3-4 am meisten bei mir nachgefragten Leute, die mir um Rat und Tat hier um Unterstützung bitten, mich oder zumindest mal um eine kurze Beratung. Wie gesagt, kostenlos hier unten einfach mal kurz bei euch bei uns vorbeischauen. Und letztendlich ist eines, was die alle miteinander gemeinsam haben, und das ist in der Regel die mangelnde Produktvalidierung. Und jetzt magst du vielleicht denken, naja, bei diesen 3-4 Use Cases, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, aber derjenige, der schon seit Jahren freelanced, der hat doch seine Produktvalidierung mehr als bestanden. Ja? Der lebt doch wirklich, der verdient schon seine 10.000, 20.000 Euro als Freelancer schon seit Jahren. Ja und nein, denn es ist nochmal was anderes, wenn du quasi über Vermittler und dergleichen dich als Freelancer quasi positionierst, als wie wenn du dich quasi als GmbH eigenständiger Dienstleister positionierst. Das ist dann letztendlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Du wirst im Markt anders wahrgenommen. Du wirst auch innerhalb, bei größeren Firmen ganz besonders, du wirst auch dort, was viele nicht verstehen, ganz anders gelistet. Ja? Du kommst in eine Lieferantenkartei im Einkauf, wenn du GmbH-Dienstleister bist. Wenn du Freelancer bist, bist du unter Umständen da gar nicht vorhanden. Du bist halt irgendwo in der HR in der Kartei. Ja? Als freiberuflicher Angestellter, Schrägstrich, ja? Als einfach Mitarbeiter. Ja? Und befristeter Mitarbeiter sozusagen. Das sind nochmal ganz andere Dinge, ob du jetzt über den HR gehst oder über den Einkauf. Ja? Und das sind sogar Welten dazwischen teilweise. Ja? Völlig anderes Ding. Ja? Wenn du Dienstleister bist und gehst über den Einkauf zum Beispiel mitunter, ja, auch über die Entscheider natürlich, aber auch der Einkauf hat irgendwie noch ein Wort mitzureden am Ende, muss auch dich anlegen als Dienstleister. Und dort brauchst du ein gewisses Standing, ein gewisses Marketing, eine gewisse Außendarstellung, Wahrnehmung auch deiner Dienstleistung und auch eine Validierung deines Angebots, das unter Umständen nochmal ganz anders aufbereitet werden muss, damit es eben dann am Ende funktioniert. Und wenn du dir jetzt denkst, naja, ich war zum Beispiel irgendwie seit 20 Jahren Freelancer und jetzt habe ich die Idee, eine Nearshore-Softwarebude zu gründen oder eine Offshore-Softwarebude oder was auch immer. Also ich habe da vielleicht ein paar Kontakte und da sitzen dann irgendwie 20 günstige Entwickler. Gründe ich doch mal eben eine GmbH, bin Dienstleister und dann kaufe ich die relativ günstig ein und verkaufe die hier in Deutschland relativ teuer weiter. Habe ich ein tolles Geschäftsmodell. Okay, in der Theorie. Und jetzt geht es eben darum, diese Geschäftsidee erstmal zu validieren. Ja, da kann ich dir gerne dabei helfen. Aber am Ende ist es auch ein Stück weit Arbeit, die du erledigen musst. Ja? Und in dieser Phase, wo du quasi immer noch in der Produktvalidierungsphase bist, also in diesem sogenannten Match, wie ich immer sage, ja? Product Market Fit nennt sich das auch in englischer Sprache, ja? Solange du noch in dieser Phase bist,
Und diese Phase, nebenbei bemerkt, können auch immer wiederkehren, immer wiederkommen. Es kann sein, dass du schon eine große Softwarebude hast und hast dann wieder ein neues Add-on, ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, irgendwas Neues, was du hinzufügst, ja, eine neue Abteilung, irgendeine neue Idee. Und dann geht es wieder von vorne los. Für diesen Teilbereich musst du wieder Produktvalidierung durchführen, ja, oder Product-Market-Fit. Ja, das ist ja immer wieder, auch wieder später noch relevant für dich. Aber jetzt ganz am Anfang besteht dein ganzes Business theoretisch aus dieser ersten Product-Market-Fit-Produktvalidierung. Und deswegen ist es so kritisch, ne, ob du quasi überlebst und ob du überhaupt weiterkommst an der Stelle. Viele treten auf der Stelle, ja, weil sie halt sagen, naja, das ist jetzt meine Geschäftsidee und die möchte ich jetzt durchdrücken. Ja. Aber manchmal ist halt einfach auch ein bisschen, und das ist der eine Tipp, den ich hier gleich mal geben kann, Flexibilität gefragt. Ja. Das heißt, wenn du merkst, ja, es ist jetzt nicht so super leicht, mit dieser einen Geschäftsidee am Markt anzukommen, dann musst du halt schrauben und drehen und verbessern und optimieren an deiner, das nennt sich nämlich Produktvalidierung. Das heißt nicht, dass das Produkt, das du dir mal ausgedacht hast, oder die Dienstleistung, das Portfolio oder dein Angebot, dass es auch gleichzeitig das ist, mit dem du dann auf ewig und Gedeih und Verderb durchstarten wirst, sondern es bedeutet ja Produktvalidierung. In dem Wort Validierung steht erstmal drin, valide, ja, also Value, ja, Wert, und erstmal den Wert deines Angebots, deines Produkts erstmal zu prüfen. Darum geht es in der Produktvalidierung, im Product Market Fit. Ja? Du wirst jetzt erstmal zum ersten Mal vielleicht sogar herausfinden, müssen sogar, können und müssen, gerne auch mit unserer Hilfe, such dir da gerne bei uns einen Termin, welchen Wert dein Geschäftsidee, dein Produkt, deine Dienstleistung im Markt tatsächlich hat. Und hier gilt auch das, natürlich das Gesetz der großen Zahlen. Das heißt, wenn du jetzt mit 2 Leuten gesprochen hast, mit 3, mit 4, schon mal sehr gut. Mit 20, mit 30 umso besser, mit 50, mit 70 umso besser. Ja? Und dann hast du irgendwann mal so eine kritische Masse, wo du sagen kannst, okay, das Feedback ist gekommen, ich baue das in meine Geschäftsidee mit rein, ich entwickle mein Geschäftsmodell weiter, meine Geschäftsidee, ich passe das an. Und so weiter und so weiter. Und so ist es ein ewiges Wechselspiel und es wird dann immer besser, immer besser, immer besser. Ja? Also, nochmal, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass eine Idee, die du hast, oder sagen wir mal, eine Sache, die du für Jahre schon vielleicht gemacht hast, aber in einem anderen, in einer Art und Weise, in einer anderen Form, in einem anderen Konstrukt, also in einem anderen, wie soll ich sagen, in einer anderen Hülse, ja, wo du anders wahrgenommen wirst, wo du anders dargestellt bist. Ja. Das heißt, am Ende machst du ja die gleiche Arbeit, aber du hast halt zum Beispiel hier über Jahre hinweg warst du Angestellter oder Freelancer oder bist über HR gegangen, ja, oder über Vermittler gegangen und die sind über HR gegangen. Ja. Das heißt, das, was du eigentlich machst, ist vielleicht sogar genau das Gleiche, aber jetzt bist du quasi in einem anderen Game drinnen, ja. Und da musst du natürlich dann auch wieder ein Stück weit Flexibilität an den Tag legen. Du kannst einfach nicht sagen, okay, ich mache jetzt einfach so weiter wie bisher, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt quasi wachsen will. Okay, da ist dann vielleicht nochmal ein Stück zusätzliches Nachdenken, zusätzliches Validieren und Anpassungsfähigkeit ist dann eben sehr stark gefragt. Okay, klar, es ist jetzt hier alles sehr im Groben und oberflächlich, weil ich hier natürlich auch nicht die ganzen Details meiner Kunden und so weiter alles rausgeben kann und will, ist ganz klar. Aber nur natürlich für dich individuell hier mal eine kostenlose Beratungsstunde oder halbe Stunde bei uns in Anspruch nehmen möchtest gerne. Ja, das bieten wir nach wie vor immer noch kostenlos an. Und natürlich ohne Gewähr, wie lange noch, dann melde dich hier bei uns. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas Klein. Und gib dem Video einen Daumen hoch, wenn du willst. Bis dann, ciao.